Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wer wissen möchte, was, wie und warum, der bleibt dran. Nach dem Intro geht es weiter. Hallo, ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist verspätet, aber es kommt Gott sei Dank noch. Ich hatte damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Das hier ist noch der Nachtrag von der Zuschauerpost von Basti. Ihr wisst ja, er hat zwei Sachen geschickt. Die beiden Sachen hatte ich auch geunboxed, reviewed, wie auch immer. Aber die Kamera hier, ja, die wollte das nicht so, wie ich das wollte. Und diese Aufnahmen waren dann halt eben weg. Ich habe überall hier rumgeguckt, in jedem Rewe-Markt, den ich hier finden konnte, habe ich abgeklappert, leider ohne Erfolg. Und durch dummen, richtig dummen Zufall habe ich denn doch dieses hier nochmal gefunden, aber nicht bei Rewe, sondern ja, bei Kaufland. Ich habe dies hier von Kaufland. Basti hatte seins von Rewe. Ja, wie gesagt, ich hatte hier gesucht in jedem Rewe-Laden. Wir haben hier drei Stück in näherer und weiteren Entfernung. Also ich bin dafür auch schon mal über 40 Kilometer gefahren. Ja, weiß. Ja, ich hatte es Ihnen ja eigentlich versprochen, aber ja, dummerweise ging es ja nicht, weil die Aufnahmen ja, die waren nicht vorhanden. So, aber Gott sei Dank bin ich jetzt in der Lage, das nachzuholen. Basti hatte mir irgendwie was geschickt von 3,29 € oder was. Ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Ich habe bei Kaufland dafür 2,99 € bezahlt, was eigentlich für so eine 400 Milliliter Dose in meinen Augen doch auch noch recht verdammt teuer ist. Ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir das jetzt hier mal probieren. Es ist also Geflügel, Konsommé, à la Vollfalali, was auch immer. Es ist mit zartem Hühnerfleisch und feinen Karottenstreifen. Ja, das ist also ein, kann man sagen, Gourmet-Essen. Das ist also, diese Sparte, wisst ihr, was ich meine. Wenn die, wenn man die Gerichte auf den Teller draufmalt, anstatt es drauf zu packen, und dann dafür aber ein Schweinegeld bezahlt. Das ist in meinen Augen Gourmet. Aber naja, nur gut. Wir wollen das jetzt hier mal testen. Wir haben hier die Nährwerttabelle. Ja, hat nicht viel Werte. Kann ja auch nicht viel Werte haben. Ist ja sicherlich auch nicht viel drin. Wir haben hier die Zutatenliste. Kann auch nicht viel sein. Ja, woher soll es auch kommen? Wir haben hier Zutaten, Wasser, gegartes Hühnerfleisch, 4,8% Hühnerfleisch und Salz, Möhren 4,2%, Hühnerfett und Jodsalz, Aroma enthält Ei und Sellerie, Verdickungsmittel, Gukarkernmehl, Natrium, Carboy und noch irgendwas, was auch immer, Kräuter, oh, sogar Raucharoma, Milchzucker, kann Spuren von Weizen, Milch, Soja und Senf enthalten. Ja, gut. Mit der Geflügel, Konsommé à la sowieso, serviert ihnen
wie heißen die, Larorix, eine Suppenspezialität mit dem unverwechselbar typischen Geschmack, mit Stückchen von feinem Hühnerfleisch zubereitet und zarten Karottenstückchen verfeinert, bietet ihnen schnell einen besonderen Genuss. Für einen kleinen kulinarischen Höhepunkt des Tages die Suppe in gewohnter Form erhitzen. Bon Appetit. Ja, in gewohnter Form heißt für mich schlicht und ergreifend, ich nehme hier mein Turbo-Kit. Ich nehme hier meine Schüssel dazu. So. Jetzt mache ich das hier auch mit diesem Schnellverschluss auf. Ich finde diese Dosen eigentlich ganz praktisch. Da braucht man keinen Dosenöffner für. Ja, das Ganze sieht aus, als hätte man da, ja, in der Gourmet-Küche das Abwaschwasser da reingefüllt. So sieht das bald aus. Ja, sorry. Tut mir leid. Oh, hier kommen die Mengen natürlich raus. Die vielen Prozente an Fleisch und Gemüse, was da nun alles drin ist. So. Ich werde jetzt die Höllenmaschine hier anschmeißen. Wie ihr wisst, braucht das nicht lange, aber ich muss nicht jedes Mal bis zum Ende das vorführen. Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann nachher gleich wieder, wenn die Suppe auf dem Teller ist. Also bis gleich. So, nach sage und schreibe anderthalb Minuten war jetzt diese Suppe tatsächlich erhitzt. Sie hat richtig gekocht. Also sie ist auch noch immer noch heiß. Ich habe ja den ganzen Büchseninhalt hier auf diesen Teller bekommen. Jetzt wird der ein oder andere wieder rumhermosern. Oh, den Teller so voll geknallt. Ja, sollte ich jetzt wegen 5 Tropfen da noch den Rest da in der Dings rein drinnen lassen. Ja, wie man sieht, ist hier ja mit Gemüse und Fleisch nicht gespart worden. Nein, ich bin jetzt nicht sarkastisch. Also gut. Ja, man findet hier Karottenstreifen genauso wie Hühnerfleischstücke, Stückchen. Aber halt eben nicht in pompöser Auswahl, sondern halt eben ja, geringfügig. Das Ganze ist ja eine eher leichte Suppe, wahrscheinlich als Vorspeise gedacht, als Appetitsanreger. Jetzt will ich es mal probieren. Ja, sie schmeckt genauso wie die, die mir Basti geschickt hat. Ist ja logisch, ist genau dieselbe. Bloß, da habt ihr mein Urteil auch noch nicht drüber gehört. Ich kenne diese Suppe hier. Deswegen, ja, brauche ich hier keine 4-5 Löffel zu nehmen. Ich weiß ja, wie sie schmeckt. Also vom Geschmack her ist sie natürlich ja sehr kräftig, muss man der Suppe sagen lassen, auch wenn sie aussieht, als wenn sie nur aus Wasser besteht. Aber sie ist geschmacklich her, ist sie voll und ganz als Suppe zu ja, definieren. Gemüse oder beziehungsweise sprich halt eben Möhren und Fleisch, seht ihr selber. Also ich sage mal, wenn man das alles zusammenzieht, kriegt man da vielleicht
einen halben Hühnerflügel zusammen, wenn überhaupt. Die Möhren, wenn man das alles zusammenpuzzelt, kriegt man auch vielleicht so eine, ihr kennt doch hier diese Mini-Möhren, diese Größe, kriegt man so eine Möhre auch zusammen. Mit dem Rest haben sie ja nicht gespart. Das sind ja wohl gut und gerne 400 Milliliter. Also sprich fast einen ganzen halben Liter. Fehlt ja nicht mehr viel. Ja, geschmacklich muss ich sagen, ist sie wirklich, ja, top. Gibt es nichts dran zu rütteln. Aber nichtsdestotrotz bekommt diese Suppe von mir nur 4 Sterne. Warum bekommt sie nur 4 Sterne? Ganz einfach wegen diesem, ja, horrenden Preis, den ich persönlich nicht nachvollziehen kann, warum man ja eine Suppe so teuer machen muss. Also tut mir leid. Vielleicht kann es mir der ein oder andere ja erklären. Der kann es dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Bin ich mal gespannt. Also ich persönlich wüsste nicht, warum man so eine Suppe so teuer machen sollte. Beim besten Willen. Ich könnte es euch nicht erklären, auch wenn ich es wollte. Ich habe dafür keine Erklärung. Aber vielleicht ist ja einer oder vielleicht auch zwei, auch vielleicht auch mehrere dabei, die mir das gerne erklären können. Und dann bitte ich doch darum, mir das mal zu erklären, damit ich das eventuell auch mal verstehen kann, warum das eventuell so teuer sein könnte. Gut, ja, das war's jetzt zu dieser Suppe. Mehr kann ich da jetzt leider auch nicht zu sagen. Ich kann nur sagen, ich hoffe ja, euch hat das Video mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt das gerne teilen. Wo wisst ihr ja auch, Google, Instagram, Twitter, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Und ja, Abo freut mich genauso. Ansonsten sage ich, wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.